Wir sind auf dem Weg nach Frankreich. Aber erstmal müssen wir zum Autozug in Hamburg-Altona, denn wir reisen ganz kommod über Nacht mit der Bahn. Hamburg ist genauso ätzend zu fahren, wie es aussieht, aber absolut. Das ist kein Spaß. Man ist jedes Mal überrascht, was das für ein kleiner, schraddeliger Laden ist, so die Autozugverladung. Immerhin ist Hamburg eine Weltstadt. Ah, da wollen wir noch mit rüber. Ja, das hier ist schon Hamburg-Altona. Wir haben einen Porsche überholt. Der hat gedacht, er steht. Naja, der stand auch, aber das schneide ich einfach raus, diese Stelle. Ah ja, da ist schon das Check-in-Terminal. Wir sind da. Nur ein ganz klein wenig zu früh. Also ungefähr einen halben Tag zu früh. Die haben uns gesagt, wir sollen schon nach vorne fahren, zum Bahnhof, da wo es nachher losgeht auf dem Zug. Na fein. So, jetzt stehen wir schon vorne in der Warteposition. Und ich habe auch schon das Visier vom Helm abgebaut. Und hier runtergeklemmt. Und ich habe auch schon das erste Wasser verloren. Aber macht nichts, ne? Kann ich ja aufheben. Und Grini steht in Pole Position. Ja, wir fahren ja hier mitten durch den Bahnhof. Vielleicht fahre ich noch kurz bei Press & Books rein und hole mir noch ein Bier. Mal sehen, da muss ich nicht mal absteigen. Ich glaube, die haben sogar eine Drive-In-Kasse. Ja, und das sind wir, Svenja und ich. Ja, und über diese Rampen fahren wir nachher auf dem Autozug. Aber zuerst mal heißt es warten. Aber hier in Altona ist immer eine Menge zu sehen. Okay, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir haben eingecheckt und ich habe diese Fahrkarte hier nach Lörrach gekriegt. 19.45 Uhr und es ist jetzt gleich 10 nach 6. Und dann, einige Zeit später, hier wohnen wir. Mehr Pieps?